Vorgestern, am 26. Mai 2020, wurde eine History Collection für die ersten vier Anno-Teile, also 1602 bis 1404, angekündigt. Am 25. Juni dieses Jahres soll sie erscheinen. Und eigentlich möchte ich sagen, dass das für Fans der Reihe ein Grund zum Feiern sein dürfte. Aber ich kann es nicht. Denn vor knapp zwei Jahren erschien die Siedler History Collection. Und ich werde ehrlich sein, als die Ankündigung kam, hatte ich Hoffnungen. Nur leider erwies sich diese Sammlung nett ausgedrückt als Mogelpackung ohne jeglichen Aufwand dahinter. Wenn ihr mir für einige Minuten euer Gehör schenkt, erkläre ich euch warum. Die Anno History Collection wirbt im Grunde genommen mit den gleichen Features wie ihr Gegenstück. Daher kann ich auch grob sagen, wie es wirklich laufen wird. Portierung auf 64-Bit? Das wird keine Wunder vollbringen. Hier wird direkt auf ein Speicherproblem in 1404 Bezug genommen und je nachdem, was die Ursache dafür ist, könnte es helfen. Wenn 1404 aber ein Memory Leak hat, dann wird es das Problem nur herauszögern. Letztendlich ist das eine Compiler-Einstellung und mehr nicht. 4K-Auflösung? Bei den älteren Teilen heißt das Hochskalierung auf Desktop-Auflösung und denkt nicht einmal im Traum daran, eine andere Auflösung wählen zu wollen. Oder daran, Grafikeinstellungen im Spiel ändern zu wollen. Das läuft jetzt über ein externes Programm, dem potenziell der Zugriff auf die jeweilige Konfigurationsdatei verweigert werden kann. Verbesserte Multiplayer-Features? Verabschiedet euch lieber von allen Optionen, die das Original hatte, zum Beispiel LAN-Spiele, und sagt Hallo zum Uplay-Matchmaking-System. Falls ich zu pessimistisch klingen sollte, ich wäre froh, wenn meine Aussagen keine Grundlage hätten. Aber bevor wir fortfahren, solltet ihr etwas wissen. Ich bin mit Siedler aufgewachsen, aber in erster Linie mit dem vierten Teil. Ich habe mit etwa 6 Jahren ein wenig 2 und 3 gespielt und das Erbe der Könige relativ viel, als es rauskam. Ansonsten noch die Demo des siebten Teils, wenn sie denn mal funktionierte. Zu dem Zeitpunkt kam nämlich Uplay und der dazugehörige Always-On-Kopierschutz und die Probleme mit den ersten Spielen, die damit ausgeliefert wurden, sind gut dokumentiert. Dementsprechend bekam auch der siebte Teil keine weitere Aufmerksamkeit von mir. Natürlich könnte ich mir jetzt die History-Editionen ansehen, aber ohne Erinnerungen an das Original könnte ich nicht beurteilen, was sich tatsächlich verändert hat. Und sowohl bei S4 als auch bei Erbe der Könige konnte ich neue Probleme entdecken. Fangen wir also bei S4 an. Dieser Teil hatte eine sehr durchwachsene Entwicklungszeit und hätte etwas professionelle Nacharbeit gut brauchen können. Leider ist hier weder Arbeit noch Professionalität zu sehen. Erster Punkt, Hauptmenü. In der Gold Edition ist das Hauptmenü mehr oder weniger eine eigene Anwendung mit 800x600 Auflösung. Die History Edition skaliert das auf eure Desktop-Auflösung hoch und knallt dabei fette Balken an die Seite, denn 800x600 ist eine 4:3 Auflösung. Das Mindeste wäre es gewesen, das Hauptmenü richtig hoch zu skalieren, aber das hätte wahrscheinlich komisch ausgesehen. Wenn man wirklich Interesse daran gehabt hätte, dem Spiel ein Facelift für das Jahr 2018 zu verpassen, hätte man das Menü komplett neu gestaltet. Von einem professionellen Grafiker würde ich erwarten, dass er den alten Stil samt Wandgemälden imitieren kann. Ich würde ja nicht bei einer 1:1 Kopie erwarten, man dürfte ruhig sehen, dass es neu gemacht wurde. Wenn man eine perfekt hochskalierte Kopie hinbekommen hätte, wäre das aber auch völlig in Ordnung gewesen. Aber das Hauptmenü funktioniert wenigstens. Gehen wir mal ins eigentliche Spiel. Hier sind zwei Screenshots, einer aus der Gold Edition mit höchsten Einstellungen, der andere aus der History Edition mit höchsten Einstellungen. Bitte versucht zu erraten, welcher davon wozu gehört. Wenn ihr sagt, der linke Screenshot sei aus der History Edition, würde ich euch das verzeihen, muss euch aber leider enttäuschen. Und man sollte dazu anmerken, dass es bereits Fanpatches für höhere Auflösungen in der Gold Edition gab. In welchem Universum ist die History Edition hier also ein Upgrade? Seht euch die Schatten an! Seht euch an, wie unscharf die rechte Seite ist! Die History Edition hat einfach keinen Hardware-Renderer mehr. Eine andere Sache mit Siedler 4 ist, dass das Interface fest für 3 Auflösungen konzipiert wurde und je nach Auflösung einige Features nicht mehr sichtbar sind, was sehr gut an diesen Linien erkennbar ist. Auch das hätte also neu gemacht werden müssen. Der Bereich zwischen Interface und unterem Bildschirmrand sieht zwar in der History Edition zugegebenermaßen besser aus, aber auch nur, weil er hier nicht völlig kaputt ist. Und je nach Auflösung, einschließlich der angepriesenen 4K, gibt es in der History Edition Probleme, wenn man am Bildschirmrand scrollen möchte. Sound und Musik sind leider auch nicht besser. Und es fängt schon mit dem Nachrichtensound an. Der Sound, den ihr hier hört, ist eigentlich nur für ein paar Meldungen gedacht, darunter wenn man das Spiel speichert oder gewonnen hat. Er ist nicht dafür gemacht, gespammt zu werden. Und genau das passiert in der History Edition, weil er nun für alle Meldungen genutzt wird. Das mag keine Riesensache sein, mir persönlich tut es aber in den Ohren weh. Und ich verstehe nicht, wieso diese Änderung sein musste. Was die Musik angeht, wissen manche von euch vielleicht, dass die Musik bei den Mayas etwas verbuggt ist. Möglicherweise wisst ihr auch, dass ich vor knapp 2 Jahren einen Patch veröffentlicht habe, der den dafür verantwortlichen Tippfehler korrigiert. Jetzt ratet mal, welcher Bug in der Release-Version der History Edition trotzdem noch präsent war und erst nach langen Discord-Konversationen gefixt wurde. Und spätestens hier sollte klar werden, dass den Entwicklern jedes Wissen darüber fehlte, welche Probleme in den einzelnen Siedlerteilen überhaupt vorhanden waren. Je nachdem, wen man fragt, waren an den Portierungen nicht mal richtige Entwickler beteiligt, aber im besten Fall war jedes Spiel ein 1-2-Mann-Job.
aber sich in die Interne eines Spiels, das man nicht mitentwickelt hat, einzuarbeiten, erfordert Zeit und Aufwand. S4 bot außerdem zwei Optionen zur Regulierung der Spielgeschwindigkeit. Zum einen konnte man mit der F12-Taste eine Minute vorspulen. Diese Funktion wanderte in der History Edition auf F9, da F12 bereits die Screenshot-Taste von Uplay ist. Leider behauptet das Tutorial immer noch, dass F12 die Taste zum Vorspulen sei. Zum anderen ließ sich die allgemeine Spielgeschwindigkeit mit den Nummernblock-Tasten regulieren. In der Gold Edition sind die ersten drei Stufen frei verfügbar, für Stufe 4 bis 6 müssen erst Cheats aktiviert werden. In der History Edition kann die Geschwindigkeit nur mit aktivierten Cheats geändert werden. Wer das nicht machen möchte, muss also die History Edition in halber Geschwindigkeit spielen. Der Multiplayer arbeitet übrigens auch mit dieser Geschwindigkeit. Hier hätte es zumindest die Gelegenheit gegeben, die Geschwindigkeit des Spiels vor Beginn einer Multiplayer-Runde festlegen zu können. Der Karteneditor der History Edition funktioniert bei vielen auch nicht ohne weiteres. Man sollte dabei anmerken, dass der ursprüngliche Editor 16-Bit Farbtiefe erforderte. Der Editor der History Edition wurde einfach mit zwei weiteren Batch-Dateien, je eine für Deutsch und Englisch, ausgeliefert, der kurz gesagt ein paar Registry-Hacks durchführt, damit der Editor in diesem Modus gestartet wird. Das sind in etwa 4 Zeilen. Die neuen Objekte aus dem Neue Welt-Add-on können auch weiterhin nicht ohne Skript platziert werden. Hier ist also auch keine echte Arbeit passiert. Eine kleine Verbesserung in der History Edition ist ein Buff für die Trojaner. Aus irgendeinem Grund haben sie schwächere Bogenschützen als alle anderen Völker, und da Multiplayer-Spiele gerne mal mit Bogenschützen-Spam enden, waren die Trojaner hier immer im Nachteil. Aus irgendeinem anderen Grund entschied man sich aber, diesen Buff auf den Mehrspieler-Modus zu beschränken. Einzelspieler haben nichts davon. Generell erweckt die History Edition den Eindruck, dass man eine frühe Beta-Version vor sich hat. Es sind einige interne Spieldateien und Testmaps frei sichtbar, was für mich und auch für Modder zwar interessant ist, aber wohl eher nicht mit Absicht passiert ist. Einige Spieler mit neuen Windows-Installationen konnten die Spiele auch nicht starten, weil einige DLLs und Runtimes nicht mit ausgeliefert wurden. Wenn man sie also nicht schon durch andere Software hat, funktionieren die Spiele nicht. Da ich nicht wirklich den Multiplayer spiele, kann ich dessen jetzigen Zustand nicht beurteilen. Die Gold Edition war oft von Desynchronisationsproblemen geplagt, die wohl leider auch in der History Edition noch zu finden sind. Je nachdem, wen man fragt, zwar weniger als vorher, aber bei weitem nicht gänzlich eliminiert. Andere sagen sogar, hier hätte sich gar nichts verbessert. Also frage ich euch jetzt, für welchen Teil hiervon soll ich 9 Euro auf den Tisch legen, wenn ich bereits die Gold Edition besitze? Das einzige, was hier wirklich ein Blick wert ist, sind die Community Pack Karten, die in der Gold Edition nicht enthalten sind. Aber was die Probleme angeht, ob groß oder klein, ob aus der Gold Edition importiert oder in der History Edition neu eingeführt, könnte ich bestimmt noch eine Stunde weiterreden. Ich werde eine Liste mit weiteren S4 Bugs in der Beschreibung verlinken, falls ihr sehen wollt, wie ellenlang die ist. Viele dieser Bugs sind knapp 20 Jahre alt. Also nochmal. Wieso soll ich ein Spiel, was ich bereits besitze, nochmal kaufen, wenn daran nichts verbessert wurde? Welcher Teil der History Edition ist hier bitte ein Upgrade? Das Erbe der Könige hat auch einige Probleme. Ab hier kann man wenigstens wieder die Grafikeinstellungen ohne externes Programm ändern. Aber je nachdem, welchen Grafikkartentreiber ihr habt, sperrt das Spiel Grafikoptionen, weil es meint, euer PC würde sie nicht packen. You know, ein Spiel aus dem Jahr 2004 meint, meine GTX 1070 bekäme keine Schatten hin. Gab es schon im Original, wurde so belassen. Wenn man die Weatherset-Dateien in ihrem Normalzustand belässt, sieht man, wenn es im Spiel regnet, einen Scheiß. Der Nebel in der letzten Kampagnenmission hat den gleichen Effekt, wie man hier sehen kann. Wenn man Alt tappt oder eine Cutscene stattfindet, kann es auch passieren, dass das Map-Terrain nicht mehr korrekt geladen wird. Leider konnte ich diesen Bug nicht mehr reproduzieren, das könnte auch mit bestimmten Grafikeinstellungen zusammenhängen. Hier ist jedenfalls ein Screenshot davon. Was die anderen 5 Siegerteile angeht, bitte ich alle, die Erfahrung mit dem jeweiligen Original und der History Edition haben, in den Kommentaren davon zu berichten. Ich kann mir gut vorstellen, dass einige Teile mehr betroffen sind als andere. Aber selbst wenn S4 und 5 die einzigen Teile mit solchen Problemen wären, wäre das inakzeptabel. Hier wurde Geld verlangt, aber keine Arbeit abgeliefert. Und ich sehe keinen Grund, wieso genau das nicht wieder passieren wird. Ich habe mit der Anno-Reihe relativ wenig zu tun. Ich habe 1602 als Kind gespielt und war zu blöd dafür. Ansonsten habe ich nur 2070 und 2205 gespielt. Aber ich habe zu viel Respekt vor dieser Reihe, als dass ich einfach daneben stehen könnte, während sich die Geschichte wiederholt und Fans nichtsahnend ins offene Messer laufen. Vielleicht kommt es anders, vielleicht liege ich falsch, ich hoffe es sogar. Und wer im Jahr 2020 immer noch Spiele vorbestellt, den werde ich wahrscheinlich auch nicht umstimmen können. Aber trotzdem bitte ich alle, die sich für Anno interessieren, blast Ubisoft nicht euer Geld in den Arsch. Wartet ab. Am besten bis ein paar Monate nach dem Release vergangen sind, wo man tatsächlich sehen konnte, wie der Release-Zustand war und was danach noch getan wurde. Denn wenn ich recht habe, wird die Anno History Collection nicht mehr als ein schamloser Cash Grab sein.